Einen wunderschönen Mittwochnachmittag von der Oldstream mit dem Marc, dem Daniel, dem Martin und mir. Hallo. 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 Und wieder beim Tag mit dem vorne. Ich will als erstes. Gott sei Dank. Muss ich noch einen Tag arbeiten, ey. Ja. Musst du zu Hause nichts machen? Nein. Vielleicht noch ein bisschen Sachen packen, ja, aber mehr nicht. Ich meinte es jetzt ein bisschen anders, dass deine Frau dich nie einspannt. Ach so. Nö. So ein Glück. Prost. So. Jürgen, du wolltest gucken, ob da gekalkt werden muss. Ich hab das schon das erste Fall gekalkt. Gleich voll. Krubbern? Jo. Daniel? Ja. Du hast den stärkeren Dreck auch. Ja. Und sie das Krubbern übernehmen? Ja. Zubi. Weil der grüne Hirschen zieht den Gruppen nicht so wirklich. Kannst du auch noch was anderes sagen? Schaklump. Der ist toll. Man muss ja nicht so eine offene Pumpen haben, weißt du, wie ihr hier so welche aus dem Fitnessstudio und ja? Hallo, ich habe gar keinen Trecker, ne? Also bleib mal ruhig. Ist ja Gast, bei dir ist ja was anderes. Schätzelein, ne? Also, bleib mal auf dem Hocker. Alles easy. Ja, ja, easy. Ich kimm dir gleich da runter, du. Das macht er nicht wirklich. Er macht es. Er tut es wieder. Er kann nicht anders. Nein. Er muss es einfach. Das war Hirschjagd. Was hast du schon wieder mit dem Dampfstrahl? Das geht rot. Nein. Ich habe mit dem Sinnebogen die Hirsch gejagt und ich habe gewonnen. Er hat nur richtig getroffen. Das Anbaugerät. So. Was wollen wir danach drauf sehen? Was wäre dran? Sonneblume, die hätten wir brauchen. Sonneblume? Ja. Alles klar. Haben wir eine Sonneblumen-Sämaschine? Jawohl. Aber hier, der Trecker ist ein Mod, ne? Der Case. Ja. Jo. Ja, merkt man, weil das Spiel reagiert nicht richtig auf den Trecker mit der Rundumleuchte. Weil meine Rundumleuchte hier auf dem Tisch, die dreht sich sozusagen nur und blitzt nicht, wie der Trecker. Rundumleuchten sind keine konfiguriert. Es ist nur dieser Unterbodenblitzer Dingensgedönsens. Bei dem Case leuchten noch die Rundumleuchten. Und das ist als Blitzer. Ja. Ja, und das ist bei, bei meinem Tisch. Also, ne, ich habe ja die Rundumleuchte, die auf dem Tisch stehen. Die dreht sich. Sondern normalerweise müsste die blitzen. Wie beim Trecker. Okay. Wo muss ich jetzt grobern? Feld 4, Feld 3. Bei Feld 3 muss man nicht kalken. Was muss ich machen? Wo steht denn die Sämaschine? Wo habt ihr die wieder versteckt? Oben in dem offenen. Bei der Sonnenblumen Sämaschinen. Oder? Ja, steht oben, glaube ich. Ja. Neben der rote steht so eine blaue. Aha, Marc. So ein Zusatztank.
Haben wir hier auch den Güldner mit auf der Karte? Was? Ja? Ich glaube, der Markt braucht einen neuen Trecker. Nee, aber wir haben doch den Porsche mit drauf, oder? Ja, den kannst du auch nehmen. Das ist auch gut. Ja? Ist ja ein bisschen frech, der Junge. Porsche Diesel? Ich mag ihn, aber er ist manchmal ein bisschen frech. Und die Ding da raus. Ich werde jetzt gerade den frechen Markt rausgucken. Ja, komm. Wie viel PS-Taste? Keine 600. Ahnung. 555 oder so. Hey. Aber ihr habt den Vehikelinspektor gar nicht drauf. Nein. Das ist ja doof. Warum? Ui. Kann ich gar nicht kontrollieren. Ach so, Mensch. Nee, den haben wir nicht drauf. Was wolltest du haben? Raps? Sonnenblumen. Achso. Ich möchte auch was machen. Blaue Sonnenblumen. Was mach ich? Da haben wir doch aber auch schon was angepflanzt, oder? Ja. Ich hab da was angepflanzt. Die 1 und die 8 ist schon Sonnenblumen drauf. Die 1 und die 8? Was ist jetzt eigentlich da vorne drauf? Wo? Oh. Weizen. Auf der 2? Ja. Weizen. 5, 6, 7 und 9 sind. Dann Steine sammeln auf der 3 und auf der 4 mal. Alles klar. Okay. Okay. Das VCA aber ein bisschen bescheißen, weil der hat 10 Meter Arbeitsbreite. Ja. Sehe ich so aus, als wenn ich mit VCA fahre? Ja. Nein. Kannst du 12 Meter eingeben, weil die ja. Macht das im Spiel wirklich. Wo ist das Gerät? Da. Der Gruber schafft halt was, gell? Hä? Oh, da muss ich hier bei den Runden umleuchten, da muss ich das ausmachen, Alter, ey. Das ist echt heftig. Da wirst du echt blöde. Du musst schon mal den Shop aufmachen. Was denn, Shop? Ja. Und dann? Auf mittelgroße Traktoren. Und warte. Ja. Und dann der vierte von hinten oder so ist dieser Case. 1, 2, 3. Fünfte. Ja. Und dann gehst du mal auf Hauptfarbe. Und dann wählst vierte Reihe von oben, zweite von rechts. Vierte Reihe von oben, zweite von rechts. Yo! Ja, nee, ist klar. Den findest du nachts auf alle Fälle wieder. Ist klar. Du kannst die rundumleuchten, kannst du abbauen. Das ist ja so. Ist so. Die fahren alle freiwillig in Graben, wenn da kommst. Ach du Scheiße. Ey, und Nottelfelgen dazu, ist das geil. Echt? Ja. Ist voll geil. Nee. Doch. Nee. Also okay. Beim bester Wille. Das ist anders wie die anderen. Das ist, ja, ja, genau. Das ist ganz, ganz anders. Ach du Scheiße. Ah nee, das... Nee, nee. Das brauchen wir nicht. Nö, brauchen tut man das nicht, das ist schon klar. Aber haben wir es trotzdem hinter. Auf welche Felder soll ich? Ich hab's vergessen. Da wo der Daniel ist. Ach klar. Du sähst dann, oder? Martin? Jo, steh schon bereit. Dann mach ich dir die Walzung. Ich bin bereit. Du bist bereit? Ich bin bereit. Ready. Der drückt aber ganz schön auf die Achse. Ich hab da so ein leichtes Problem. Der ist vorne viel zu leicht.
War das Problem, das hatte der Jörg mit seinem Deutz auch mit dem Achter. Ja. Das ist ja lustig zu fahren, du. Das kriegst du schnell hin. Jojo, Profi und so, ne? Ja. Schneewittchen. Hui! Schneewittchen. Schneeflittchen und die sieben Zwerge. Ja, läuft gerade im Fernsehen. Ne. Doch. Wieso das denn? Halt, warte. Warte. Wieso? Weil das ja keine direkt Sämaschine ist. Lass mich zuerst Saatbett bereiten. Oh, etwas schon grober. Aber der zeigt es nicht an. Oder bin ich doof? Also mal. Ich bin doch jetzt gerade mit dem Grober drüber, deswegen musst du mal doch Steine sammeln. Ja, aber der zeigt an, gegrubbert, aber nicht Saatbett. Ist schon scheißegal, das passt doch. Das Saatbett machst du auch im Nachhinein. Fahr drüber. Oder muss es andersrum sein? Nee, fahr drüber. Nee, das passt doch. Jetzt höher mit deinem kunterbunten Spielmobil. Der drückt nicht, der drückt nicht. Das, warte mal, ich probiere mal was aus. Da steht da noch ein Fentrum. Den Fenster und neben der ist. Ne, das Problem ist, der ist nicht vorne zu leicht. Der ist, der Steinesammler drückt hinten auf die Achse. Der hebt die Achse hinten hoch. Der ist zu leicht. Ich habe mir ja vorne mit Kinderkram da durch die Seite, zur Seite geschoben. Durch die Seite. Alter. Lern mal Düte Deutsch, Junge. Hat mich auch gehilft. Ja, wenn ich das Gewicht vorne abhänge, geht's wieder. Ein bisschen. Tja, da musst du ja mal wieder den Mod mal sich jemand vor die Nase nehmen. Damit er richtig funktioniert. Da bin ich raus, habe ich keine Ahnung von. Ja, auch nicht. Davon viel. Dann tu ich halt mal Mähen. Nee. Mach's scharf, ne? Am besten schön durch. Gibt's also Oster. Richtig. Das Gebäck. Osterlamm. Alles klar. Was jo. Gebäck? Nein. Schau ja aus wie Vegetarier oder was? Vegetarier. Bist nicht mehr ganz Panne oder was? Na, schau mal, wir haben doch noch auf dem Wolle rumstehen. Jo. Ja, ich esse aber keine Wolle. Boah. Ich meine nur aus dem Grund, weil der Daniel hat ziemlich unser Konto geschröpft. Ja. Ja. Aber man wollte ja schon ziemlich was draufkauen auf das Konto. Wir haben auch gestern und heute schon keine Ahnung. Ich bin unschuldig. Der Marc ist von der anderen Sorte. Gestern 297.000 generiert. Ja. Wäre ich von Anfang an hier dabei gewesen, dann wäre so viel Geld jetzt auf dem Konto. So wenig, oder? Viel. Viel. Na, sicher. Ups. Und der Drescher war ja auch geplant. Das war ja ein... Beziehungsweise ein anderer Drescher war ja geplant. Ja, aber für den Anfang hat die Elfriede alles schon richtig gemacht.
Ja, war ja auch, ist auch super. Die geben wir ja auch nicht her, ist ja deine. Ja. Du kochst ja auch nicht zum Spielen. Ja. So, dann Jürgen. Sind wir am Ende für heute. Für heute. Morgen darf der Marc wieder anmoderieren, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Verabschieden wir uns an diesem Mittwoch. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund. Gebt uns einen Daumen hoch und ein paar Kommentare, das freut uns immer. Und wir sehen uns dann morgen. Schaut bei Marc vorbei. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.